Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge der Roggenernte-Mission, die wir hier noch anstehen haben. Okay, ist keine richtige Mission, ist einfach nur die Roggenernte auf dem Feld 23. Jetzt muss ich mal gerade schauen, man konnte doch. Hoch, runter. Jetzt müssen wir noch was gucken. Die Haspel, die hängt nämlich ziemlich weit im Getreide drin. Da fahren wir so mit der Taste ein Stück vor. Ja, und so wird das doch aus. Da können wir es auch ein kleines Stück runternehmen. Ne, das war zu weit. So, und weiter geht's. Aber wie kommt denn ihr bei der Hitze so zurecht? Also, ich finde es furchtbar. Ich bin eher so der 15 Grad und Nieselregen-Typ von vorn. Das gefällt mir deutlich besser, als hier den ganzen Tag verschwitzte Arme und verschwitzte Kleider zu haben. Das ist irgendwie nicht so ganz mein Fall. Ich habe auch gerade für das Video hier meinen Ventilator ausgemacht. Es hat, glaube ich, eine Minute gedauert und es ist so unheimlich warm hier in meinem Zimmer. Schön Südseite, nicht sonderlich groß und die Sonne gibt gerade auch Vollgas. Im Anschluss nach der Ernte würde ich mich erstmal wieder den Bullen widmen, glaube ich. Die sollten mittlerweile auch wieder etwas Hunger haben. Würde ich das machen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir finanziell so dastehen. Ob wir vielleicht eine Gruppe kaufen oder vielleicht sogar pflügen müssen. Da könnt ihr mir, wenn ihr da wahrscheinlich mehr Ahnung habt von der Landwirtschaft als ich, mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir schon pflügen sollten oder ob das reicht, wenn wir grubbeln, beziehungsweise wir können es theoretisch sogar direkt Saat machen, ne? Mit der Hammer-Kombination. Mais würde ich vielleicht nur auf ein Feld sehen, weil unser Lager, da sind noch 2, irgendwas Millionen drin, Liter. 2,8 Millionen oder sowas, oder 2,1, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ja, den Riesenbedarf an Mais-Silage haben wir jetzt nun auch nicht. Für unsere paar Bullen. Müssen wir mal gucken. Der Roggen ist auf jeden Fall sehr ergiebig. Ich bin ja nur 2, 3 Runden rumgefahren. Da war der Drescher ja schon fast voll. Wie gesagt, ganz so riesig ist das Feld hier nicht. Ja, wie gesagt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ob wir pflügen sollten oder ob das reicht, wenn wir nur grubbern oder vielleicht direkt Saat machen können.
für das September-Update, was ja am 15., also nächsten Mittwoch, rauskommen soll, ist ja auch geplant, dass wir uns als Abfahrer für die andere Mission bzw. in die Aufgabe mit einteilen können. Das heißt dann, dass wir den Thresher ernten lassen können, den Helfer, und wir genau, den Abfahrer machen. Das werden wir natürlich dann ausprobieren, wenn es soweit ist. Aber das ist ja noch eine gute Woche hin. Mal sehen, ob dann vielleicht auch das mit der Geschwindigkeit, ich sehe ja gerade, wir fahren 60 km/h, nee, ob das dann behoben wird, ist ja, also ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich schwieriger, als man sich das vorstellt. Das ist ja im Prinzip nur das Verrücken an der Kommastelle, aber in der Entwicklung wahrscheinlich eine Arbeit von nicht nur 10 Minuten. Warum steht denn da ein Bulle von uns? Naja, Freilandhaltung halt. Grundtank, da ist noch Platz, die Hälfte haben wir. Also richtig viel erzählen kann ich gerade nicht. Bei Kettle and Crops jetzt gerade nicht so viel Neues zu erzählen. Klar, das mit der Timeline. Aber was die Entwicklung angeht, da gibt es halt gerade nichts wirklich Neues. Und mir ist auch ziemlich warm, deswegen mag ich auch nicht so viel reden, aber die Ernte machen wir natürlich trotzdem. Wobei, Wärme und Ernte, da fällt es mir gerade wieder ein. Ich habe letzte Woche mit meiner Oma gesprochen. Also einfach nur der Wahnsinn, wie die ist. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass sie wirklich früher das alles händisch gemacht haben. Also hat sie genau das auch wieder erzählt, dass sie das Getreide, da gingen halt, keine Ahnung, ein paar Männer von weg mit der Sense und haben die Getreide, Halme im Prinzip abgeschnitten, abgesenzt, und dahinterher ist dann der nächste Trupp gelaufen. Die haben halt Strohpuppen aufgestellt, und da hat sie auch erzählt, dass das teilweise so war, wenn da das mal ein bisschen geregnet hatte zwischendrin, da sind die Strohpuppen oben an den Ähren irgendwie grün geworden und dann wieder zusammengewachsen, und dann mussten sie es wieder auseinanderreißen. Und also wirklich eine Wahnsinnsarbeit, wenn man sich das mal versucht nur vorzustellen, wenn ihr mal irgendwo die Möglichkeit habt und in so einem, gibt es ja so Schaumuseen, die das im Prinzip dann auch nachstellen, dann geht dort wirklich mal hin, einfach um das einfach mal zu sehen, was das für eine Mordsarbeit war. Und auch nach wie vor, klar, es ist körperlich bei weitem nicht mehr so anstrengend. Trotzdem steckt in der Produktion von Lebensmitteln unheimlich viel Energie. Das hat auch der Dirk Nienhaus von Bocholder Landschwein, ich glaube, das war auch diese Woche, ein schönes Video bei Facebook war das, glaube ich, auch gepostet. Ging es im Prinzip darum, dass
Ja, viele halt wieder rummeckern, dass Lebensmittel zu teuer sind und hin und her und dass die Landwirte wirklich große Schwierigkeiten haben werden, dieses Jahr ihre eigenen Tiere zu versorgen, weil der Mais steht dürr und kahl da, dann das Getreide ist bei weitem nicht in der Menge vorhanden, wie es geplant war. Ich finde den wirklich unheimlich sympathisch, weil der wirklich ehrliche Aufklärungsarbeit leistet, ohne halt großartig rumzuheulen, wie viele andere. Auch mit seinen Azubi-Vlogs, die er jetzt macht. Wirklich total cool, dass er das Prinzip mal zeigt vom ersten Lehrjahr an. Die anderen beiden Azubis, die waren ja schon im, ich weiß gar nicht, dritten, vierten, im letzten Ausbildungsjahr auf jeden Fall. Ja, schaut es euch wie gesagt einfach mal ran an. Ein sehr, sehr sympathischer Mann, der halt auch wirklich Ahnung von dem hat, von dem er da spricht. Glaubt ihr, wir kriegen die paar Quadratmeter hier noch in den Korntank rein, bevor wir abtanken fahren müssen? Fast nicht. Wir werden wahrscheinlich auf der letzten Ecke wieder drehen müssen. Was ich mir auch wünschen würde, das ich habe ja die Maschinen gerade wieder nur gemietet, wäre, wenn die Schieberegler irgendwie mit einem Mausrad zu verstellen wären, das wäre cool. Oder halt nochmal kleine Pfeiltasten darunter sind, damit man eben das etwas sensibler dosieren kann, weil das ziemlich grob aktuell nur funktioniert. Klar, das braucht man jetzt nicht ständig. Wird wahrscheinlich auch nicht auf der To-Do-Liste ganz oben stehen. Aber wenn man mal eine Maschine mietet, dann merkt man das doch, dass das wahrscheinlich besser gehen könnte. Ist denn eigentlich, fällt mir gerade ein, wir haben noch ein bisschen Zeit,
von euch irgendwie jemand Modding-mäßig interessiert, beziehungsweise engagiert? Hat das jemand drauf? Der kann sich gerne mal in den Kommentaren verewigen. Und mal so sagen, was er... Also, wenn Interesse besteht natürlich, was man sich da so vorstellt und wer es schon kann, was er halt schon alles so gemacht hat. Das würde mich einfach mal interessieren. Ich selbst bin's überhaupt nicht fähig dazu. Also ich kann das überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt, klar, kein Vergleich, aber ich habe mich jetzt mehrere Tage in Fusion 360, das ist so ein 3D-CAD-Programm, eingewurschtelt. Man kann das ja ein Stück weit, ich sag mal, vergleichen mit dem Erstellen eines Objektes. Wobei man da nur so quasi die Außenhülle erstellt und keine Funktion. Also das geht auch. Das liegt weit über meinem Können. Ich finde es auf jeden Fall cool, wenn das jemand macht, wenn jemand das kann, beziehungsweise auch die Muse hat, sich damit so zu beschäftigen. Wir beißen das jetzt noch runter, dann hüpfen wir in den Schlepper, fahren das weg und dann war es das mit der Ernte für 2018. Also Ernteteil 1 2018 können wir ja sagen. Ich werde dann mit dem Stroh-Update. Ich werde das wieder so schieben, dass wir so in 2018 bleiben. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Weil ja, das gefällt mir. Wir haben halt gerade 2018. Ich weiß nicht. Die Smoggy halt. Ganz so viel stehen lassen wie schon auf manch anderen Feldern. Nehmen wir das noch mit. Wir fahren noch zu der größeren Buschgruppe hier vor. Und nehmen das auch noch mit. Und dann war es das mit der Ende? Das Rohr schon mal aus. Kann man, denke ich, dann hier so stehen lassen. Die, wo hat der eigentlich seine Handbremse? Ah, Parkbremse, alles klar. Den lassen wir mittlerweile auf, da kann er ein bisschen auslüften bei der Wärme. Und wir fahren, wie gesagt, unseren allerersten eigenen Roggen noch ins Lager. Hi. So, da kommen wir auch ran. Wir fahren gleich oben raus.
Ich hätte manchmal gerne hinten noch einen Weg durch. Das hat doch schon ein Stück ist, immer hier vorne rumzufahren. Genau, in der nächsten Folge gucken wir erstmal, wie wir mit unseren Bullen verfahren müssen, ob die Hunger haben oder ob wir vielleicht schon mal wieder jemanden verkaufen können von denen. Und ihr schreibt mir mal, wie gesagt, bitte in die Kommentare, ob ihr pflügen würdet, grubbern oder direkt sehen. Wäre mal interessant. Und nachdem wird man dann einfach mal gucken, was wir machen. So, ihr seht hier, Filter halt nicht unterstützt. 1 und 2 müssten schon voll sein. 2 ist voll, genau. Die 3 auch schon. Was hat man da 3? Machen wir es halt in die 5. Laden und Start. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin.